Hallo Freunde, ich möchte euch heute in 90 Sekunden etwas zum Thema Schulter-Nackenbeschwerden erklären. Viele von euch kennen das vielleicht, dass zwischen der Schulter und dem Schädel oder dem Schulterblatt und dem Schädel verschiedene Punkte oder Linien auftreten, ja, die wehtun, die euch an der Kopfdrehbewegung hindern oder im schlimmsten Fall, dass dieser Spannungskopfschmerz vom Hinterkopf bis auf die Stirn entsteht. Jetzt haben wir immer wieder gehört, dass Schulter-Nackenbeschwerden halt wirklich die klassische Bürokrankheit sein soll. Das stimmt zu Teilen, ja. Es ist aber vielmehr ein Krankheitsbild, was aus einer falschen Kopf- oder Halswirbelsäulenhaltung entsteht. Ich möchte euch das einmal erklären. Es gibt drei verschiedene Muskeln, die oben am Schädel ansetzen. Hier links und rechts. Es ist einmal dieser, dann dieser und sogar der Muskel, der für unsere Kopfdrehbewegung da ist. So, es gibt jetzt unterschiedliche Dinge, die wir machen können, um zu verhindern, dass diese Schulter-Nackenbeschwerden entstehen. Nummer eins ist natürlich, schaut, dass ihr diese Kopfhaltung verhindert, dass der Kopf zu weit nach vorne steht. Ein menschlicher Kopf wiegt zwischen 3 und 4 Kilo. Das ist verdammt viel. Nummer zwei ist, ihr könnt euren Rücken auftrainieren, euch in eine aufrechtere Körperhaltung bringen. Und Nummer drei ist, dass ihr mit beispielsweise einem Faszienball oder einer Faszienrolle genau diese Muskeln, die ich euch eben gezeigt habe, versucht zu lockern. Hier über dem Schulterblatt oder bis oben an den Schädel. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, schau gerne bei uns im IBT vorbei. Zum Thema Schulter-Nacken wissen wir noch viel, viel mehr. Und wir könnten halt, wenn du hier bist, individuell schauen, was das Richtige ist. Bis dann.